Morgen. Ups. So ist schon gut, oder? Na ja, drei ja mindestens. So, dass möglichst viel Flüssigkeit freigesetzt wird. Irgendwie das hier wollt bis da oben hin aufgießen. So, die Sandra hat jetzt die Caipirinhas hier gezaubert. Nach bestem brasilianischem Rezept von Petro. Und jetzt schauen wir mal, wie gut sie schmeckt. Mit Pistou? Nein, von Petro. Mit. Das war nicht spannend. Okay. Zum Wohl. Zum Wohl. Das habe ich ganz hervorragend gemacht. Chefkoch, beschreib mal, was hier auf dem Herd sich abspielt. Ein sehr delikates Kalbsschnitzel wird hier, also werden hier zubereitet. Hauptverantwortung Sandra. Ja, toll, wie sie so hässlich aussehen. So kriege ich die Hauptverantwortung für ja. Wir kredenzen gerade einige Kohlröslein. Die unsere selbst zubereiteten Pommes müssten Erdäpfel hier genannt, müssten auch so in 1-2 Minuten fertig sein. Und hier hinten köchelt eine wirklich hervorragende Jäger-Rahmsoße vor sich hin. Das Beste am ganzen Essen. Tag jetzt verbracht. Wir haben jetzt hier die fertigen Schnitzel mit der Jägersoße und den, wie heißen sie nochmal? Kohlröschen. Kanellensalat. Wiener Kaffeehaus. Ja. An der Börse. Und hier ist das Wiener Börsenfrühstück. Bestehend aus Spiegelei, Bacon, Mozzarella. Ist auf jeden Fall äußerst lecker. Na dann, guten Appetit. Yeah! Yes! Wie schmeckt das Bier? Super! Ja, mal anstoßen. Zum Wohl. Daher kommt diese Trägheit bei den Gesetzen. Am Wiener Strand. Mit Wechselhosen. Liegestühle, Cocktails und chillige Musik. So, wo fahren wir denn eigentlich lang? Robert hat den Plan. Das wissen wir nicht, genau. Wir wissen es, okay. Noch besser. Werfen wir nun einen Blick auf den zweiten Bezirk, der, wie wir gerade von Großmeister Rupert erfahren haben, zwischen Donau, Kanal und Donau liegt. Und da befindet sich dann das Kriminalmuseum. Wir sind angekommen im Wiener Kriminalmuseum. Rupert, gehen wir da jetzt rein? Wir können leider nicht dort reingehen, denn entgegen der Information des Reiseführers, nach der wir schon unter Umständen kein Glück gehabt hätten, wurden die Öffnungszeiten weiter reduziert. Also wir sind gerade am Prater eingetroffen und müssen zu unserer großen Verwunderung feststellen, dass sie im Winter leider geschlossen haben. Wollen wir essen? Ja! Okay. Was wollen wir essen? Cordon Bleu. Oder Sushi. Und wieder raus aus der Gruft. Habt ihr euch freigekauft? Wir haben uns freigekauft und wir leben noch. Oh. Wie hat dir der Keller gefallen? Gut, aber ein bisschen zu bizarr.
der Tag so schön und wir haben 9 Euro bezahlt, um Knochen und Organ zu sehen. Rupert hat Hunger. Das bekommt er. Einen leckeren vegetarischen Burger. Yeah! Hervorragend! Was machen wir hier eigentlich? Wir sind hier im Café Diemel. Hier gibt es den echt besten Pizzaschmarrn. Und der ist so gut, dass wir in einer Schlange stehen und darauf warten, eingelassen zu werden. Oh, der Turbo! Wow! 50, 100 Sachen! Ja. Ich freue mich.